Glück auf Schatz aus dem Schacht. Willkommen zu einem weiteren geschmeidigen Video hier auf meinem Channel. Ja Leute, schon extrem lange her, wo ich das letzte Unboxing gemacht habe. Und ich habe mir einfach mal wieder was Neues gegönnt und dachte mir einfach, komm, wir packen das mal gemeinsam aus. Bevor ich aber dazu komme, habe ich noch was anderes. Und zwar hatte ich auf Facebook schon mal einen Post dazu gemacht. Ich war lange auf der Suche nach einem sinnvollen Schutz, der wirklich gut funktioniert für mein Handy, weil mich das einfach ankotzt, wenn das Display so schnell zerkratzt, weil ich das gerne ja nach 2 Jahren auch vielleicht wieder verkaufen möchte. Oder es einfach halt nicht kaputt gehen soll, weil es nicht mehr schön aussieht und nicht mehr richtig funktioniert. Habe vieles ausprobiert an Folien und so weiter. Nichts hat wirklich irgendwie richtig funktioniert. Ich mag auch keine fetten Hüllen irgendwie, weil da macht es das Handy noch größer, als es eigentlich schon ist. Und da hat mir ein Arbeitskollege einen Tipp gegeben. Und zwar habe ich jetzt 2 Handyschutzgläser von der Firma Handy Schutzglas. Und ich muss euch sagen, Leute, es ist wirklich ein richtig geiles Produkt. Ich bekomme dafür jetzt kein Geld, weil ich das mache, sondern ich mache das einfach, weil ich eine Lösung gefunden habe, mit der ich wirklich zufrieden bin. Was ist denn eigentlich so besonders an diesem Produkt? Und zwar, das ist keine Folie oder sonst irgendwas, sondern das ist wirklich ein biegsames Glas und es passiert wirklich einfach nichts. Da könnt ihr mit einem Schlüssel leicht drüber gehen. Das sind keine Kratzer. Man kennt das ja. Handy und Schlüssel in der gleichen Hosentasche. Ruckzuck. Irgendwelche Kratzer auf dem Display. Und das ist wirklich einfach eine richtig geile Qualität. Es ist noch nichts passiert bei meiner Freundin. Bei mir auf dem Handy ist es noch nicht drauf, weil ich euch das ja gern zeigen wollte. Und wir sind wirklich total zufrieden. Wir haben es auch mal mit dem Schlüssel ausprobiert. Also absolut spitze. Das Ganze wie eine Folie lässt sich das einfach aufkleben. Und dann habt ihr euer Handy schon geschützt. Das Ganze gibt es natürlich sogar für ein iPhone für hinten, wenn ihr das hinten auch noch schützen wollt. Kleiner Tipp am Rand, wenn ihr irgendwie ein spezielles Handy habt, was nicht im Shop vorhanden ist, oder ihr zum Beispiel mehrere haben wollt, dann schreibt ihnen einfach eine E-Mail, ist alles unten in der Beschreibung, könnt ihr alles nochmal nachlesen, oder auf Facebook. Ja, schreibt ihn einfach mal an, fragt ihn, dann kann man vielleicht hier und da noch was machen. Scheut euch einfach nicht und ja, wie gesagt, ich bekomme dafür absolut nichts, aber ich bin wirklich zufrieden mit diesem Produkt. Kann man nicht anders sagen. Ich habe endlich die passende Lösung gefunden. Und ja, wie gesagt, einfach mal vorbeischauen. So Leute, jetzt wollen wir aber mal die Kiste auspacken, was ich mir denn Neues gegönnt habe. Und wie soll es anders sein? Wir fangen natürlich mit dem größten Gerät zuerst an. Meine neuen Tastatur, die Razer Black Widow Chroma. Ein richtig fettes Teil, sieht schon mal mega geil aus. Ich habe mir das Ganze gekauft, weil das ein guter Freund von mir hat und er hat gesagt, ey Blackie, hol dir diese Tastatur, du wirst es nicht bereuen, sie ist richtig nice. Hab mir dann einige Videos dazu angeguckt und sie hat mir wirklich gut gefallen. Deshalb dachte ich mir einfach, komm, bestellst du dir mal. Das ist eine mechanische Tastatur, sieht man hier hinten drauf vielleicht schon ein wenig. Werdet ihr aber dann später noch beim Unboxing sehen. Ich würde sagen, wir holen einfach mal das nächste Gerät. Und zwar ist das eine Maus von Razer, die Mamba. Ich finde diese Maus einfach nur geil. Es gibt viele gute Mäuse, aber mir gefällt diese Maus wirklich am besten. Meine Hand liegt da am besten drauf. Und ja, ich muss auch sagen, mir gefällt dieser neue Style mit diesem Chroma. Passt natürlich perfekt zur Tastatur und ist auch ein Produkt, wo ich mich echt mega drauf freue, das Ganze auszuprobieren. Aber das wird nicht in diesem Video sein, wo ich euch das zeige, sondern in einem anderen Video. Denn wir haben ja noch ein paar Sachen. Das Mauspad nicht fehlen. Habe ich mir einfach auch mal von Razer gegönnt. Wie gesagt, ist jetzt nicht so teuer, das Ganze. Ich glaube, nur 20 Euro oder so ist die Größe L, also schon relativ groß. Ist Control. Werde ich euch aber alles später nochmal zeigen. Heute ist es wirklich nur darum gehen, was ich mir denn Neues gegönnt habe. Und das ist ein Teil davon. Und wir haben jetzt noch ein Gerät. Das ist wirklich was ganz Spezielles, wo vielleicht auch viele sagen werden, braucht man nicht, kann ich nichts damit anfangen. Ich finde es einfach geil, weil ich sowas Ähnliches schon mal hatte. Und zwar ist das die Razer Obriver Chroma. Ich hoffe, das ist so richtig ausgesprochen. Ist auch eigentlich vollkommen egal, wie das Ganze ausgesprochen wird. Das ist auch nochmal eine Tastatur, aber speziell nur für die linke Hand. Also ihr könnt eure linke Hand da drauflegen. Ihr habt dann wie so ein Joystick zum Steuern, also zum Bewegen. Habt dann oben die Tasten, wo ihr besser rankommt. Ist auch eine mechanische Tastatur dran. Man kann dann wirklich alles einstellen, wie weit der Daumen weg sein soll für die Bewegung, wie hoch der Handballen und so weiter und so fort. Und schon natürlich auch ein bisschen die richtige Tastatur. Ich habe mir das einfach gegönnt, weil ich sowas schon mal hatte, weil ich total begeistert davon bin. Lassen sich wirklich PC-Spiele richtig gut damit spielen, egal ob das MMOs sind, ob das irgendwas anderes ist, Shooter, alles lässt sich damit wirklich geil spielen, weil ich bin überhaupt nicht der WASD-Fan, also mit den Tasten da, ich breche mir da immer irgendwie die Finger. Ihr habt jetzt erstmal gesehen, was ich mir neu jetzt gegönnt habe, war relativ viel, musste aber einfach mal sein, weil ich mir wirklich, glaube ich, 10 Jahre lang oder so nichts gekauft habe. Und jetzt war es einfach mal wieder an der Zeit und da dachte ich mir, komm, dann holst du dir einmal Chroma-Style, das ist halt mit übelst krasser Beleuchtung, werdet ihr dann wie gesagt auch später alles sehen. Schreibt mir einfach mal unten in die Kommentare, mit welchem Gerät ich anfangen soll, was ihr am
liebsten sehen wollt oder was ihr als erstes sehen wollt, das werde ich dann natürlich auch als erstes bringen. Ja, und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, dann auf jeden Fall den Daumen nach oben. Zeigt mir einfach, dass ihr Bock habt auf diese Unboxings, die jetzt hier auf euch zukommen werden, wenn ihr Lust habt. Und ja, mit diesen Worten will ich mich eigentlich nur noch verabschieden. Ich würde sagen, Leute, bleibt geschmeidig, Lagerflux verläuft, bis zum nächsten Video. Euer Black Imus. Pssch.